Aber das, den Begriff braucht man auch nicht wirklich oft, glaube ich mal. Auch nicht, wenn man sich mit anderen auf Englisch unterhalten möchte. Du musst doch nicht unbedingt wissen, was Birke heißt. Ich nehme mal. Oh, aua. Die Büsche finde ich ganz witzig. Die sehen interessant aus. Ach so, habe ich gar nicht geguckt. Was war das? Flieder. Flieder war das. Okay, doch, hatte ich geguckt, aber wieder vergessen. Geguckt und vergessen. Bin ja mal gespannt, was danach kommt. Also bis jetzt haben wir ja nur neue Biome hier gehabt. Oder fast nur neue. Zwar nicht da, wo wir gestartet sind. Aber hier sind ja überall nur neue Biome. Das ist auch gut. Das passt eigentlich ganz gut. War auch gar nicht so geplant, weil wie gesagt, das Nether-Portal hatte ich ja nun wirklich irgendwo hingesetzt. Weil alle anderen Versuche, die ich im Vorwege getroffen hatte, hatten ja nicht geklappt. Ich bin irgendwo rausgekommen, aber halt nicht wirklich in einem spannenden neuen Biom. Ich war auch in einem Schwarzeichenbiom oder wie auch immer das heißt, mit diesen großen Eichen. Da war ich auch schon gelandet, aber es war halt für mich nicht wirklich was Neues, deswegen habe ich darauf gehofft, dass ich mal in so einem Biom lande und ja, hat ja geklappt. Wunderbar. So, da hinten kommt, glaube ich, wieder ein ganz normales. Das ist einfach nur so ein Mischwald. Wir können dann vielleicht, wenn wir wieder zurückgehen, nochmal durch die Wüste laufen, nochmal gucken, ob da irgendwo, ob wir vielleicht eine Pyramide finden oder so. Das würde ich auch mal gern wiederfinden. Ich hatte schon mal eine gefunden, aber das ist schon ewige Zeiten her, oder? Oder einfach mal ein Dorf. Ich glaube, in der Wüste habe ich auch noch kein Dorf gefunden bis jetzt. Und wenn, dann ist das ziemlich lange her. Hier dürften wieder die Plains sein, ja. So, wir sind 1005. Ach, guck mal, wir gehen. Wir dürften sogar bei. Das könnte theoretisch. Moment, wir rennen in die Richtung. Ja, das ist, glaube ich, auch genau die Richtung, wenn wir wieder nach Hause wollten. Theoretisch müssen wir nur in die Richtung gehen. Dann müssen wir so ungefähr irgendwann auch zu Hause wieder rauskommen. Ja, dann brauchen wir gar nicht zurückzugehen, weil 1500. Ich glaube, wir waren bei 2600 oder so. Ich guck nochmal. Ja, 2600. Dann können wir im Prinzip in die Richtung auch vollkommen mit vollem Gewissen gehen. Und dann dürften wir auch zu Hause wieder rauskommen. Aber das ist jetzt echt nur Zufall. Ach, da hinten ist Dschungel. Moment, ich muss mir mal eben kurz was zu trinken einschütten. Da ist ja nichts mehr drin in dem Glas. Das ist leer. So. Geht gleich weiter. So, geht weiter. Im Deckel zudrehen, man weiß ja nie. Oh, hoppala. Doch hat's mal eben die Sicht verzogen. Das ist Dschungel, ne? Ja. Ja, schade, dass jetzt Dschungel kommt und nicht was Schöneres. Das ist ja wieder ein altes Biom. Hoffentlich nicht der Dschungel, wo wir vorhin auch waren. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, so nah sind wir noch nicht an zu Hause dran. Nee. Ich meine, wir waren irgendwo 200, 300 oder so. Also X200 und Z300 oder irgendwie so. Auf jeden Fall, wenn wir in die Richtung gehen, dann sollten wir automatisch auf irgendeins unserer Gebäude treffen. Sei es der Turm oder die Scheune. Weil wir sind ja auch nur in eine Richtung gegangen. Oh. Ach, guck mal, das ist schon ein neuer Dschungel. Ja. Melonen wachsen nämlich jetzt auch hier so mittendrin einfach mal. Stimmt. Die waren ja auch immer eine ganze Zeit relativ rar. Sind bei uns in der Gegend ja auch relativ rar. Ich kann die gar nicht mitnehmen. Faden brauchen wir nicht unbedingt. Obwohl, Melonen brauchen wir auch nicht unbedingt immer. Naja. Wie gesagt, und da ist Kakao an dem Baum. Aber Kakao ist nicht wirklich rar. Ganz viele Hühner. Dürfte bei uns eigentlich auch wachsen, Kakao. Den gab's. Müsste es da eigentlich auch schon gegeben haben, ja. Den gibt's, glaube ich, schon relativ lange. Achso, jetzt sind wir. Jetzt sind wir in der Taiga. Ich war doch der Meinung, in der Taiga gibt's keinen Schnee mehr. Oder sind wir jetzt tatsächlich wieder in dem alten Biom? Ach du Elend. Ja, das ist natürlich jetzt sehr schön. Und hier kommt Wasser aus der Wand. Das hat so, glaube ich, nicht sollen sein. Ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich wieder in unserer alten Gegend. Dieser Abschnitt ist natürlich schön hier.
Das ist sehr schön. Sollte eigentlich auch nicht mehr passieren. Schon seit langer Zeit nicht mehr. Gab es eigentlich nur in den Anfängen von Minecraft, aber na gut. Bei mir gibt's das eben auch. Dann gehen wir doch mal da durch. Was ist das denn hier? Das ist... Ach, Clay. Okay, also Lehm ist das. An der Oberfläche ist das auch relativ selten. Okay, aber na gut. Ja, wenn wir Clay schon mal finden, dann... Lieber als Samen. Ich weiß nicht, warum wir schon wieder Samen in der Tasche haben. Oder hatten wir die noch in der Tasche? Kann auch sein. Oh, sogar jede Menge Clay. Ich habe noch eine Schaufel, damit geht es noch viel schneller. So. Zack, zack. Weil wenn wir zum Beispiel mal eben ein Ziegeldach bauen wollen oder so, dann ist Clay nicht verkehrt. Und hier ist jede Menge. Oh, ich bin schon voll. Konnte man das nicht so zusammensetzen? Ja, konnte man. Perfekt. Okay, dann nehme ich das mal so mit. Zack. Ja, wir müssen noch mal eben was anderes rausschmeißen. Ich hätte ja mal den Apfel essen können. Pfingstsoße, Ofenkartoffel. Es ist auch alles zu schade, um es wegzuschmeißen. Komm, das Eichenholz, das kann dem Clay mal weichen, weil Eichen haben wir echt mehr als genug. Zack, das nochmal eben mit hier. Aber hier kommt man auch so schön ran. Meistens ist das ja irgendwo weit unter der Oberfläche. Hier war es ja teilweise sogar über der Oberfläche. Was relativ selten ist. Aber wir sind schon wieder voll mit Clay. Kann doch nicht angehen. So. Zack. Also immer gut, dass man das so zusammenpacken kann. Kann man ja hinterher sowieso wieder alles aufdröseln. Oh, ich sollte mal auftauchen, bevor ich Schaden kriege. Ist das vielleicht mal eine gute Idee? Ist dahinter auch noch was? Ja, da ist auch noch was. Oh, das hat sich doch schon mal gelohnt. Ach, da unten ist immer noch was. Oder? Nee, das ist kein Clay, das ist Stein. Hilfe! Und wir sollten uns gleich mal wieder hinlegen. Das war aber wahrscheinlich auch mit dem Clay hier echt nur durch den Chunkfehler hier. Was ja nicht nur ein Chunkfehler ist, das ist so ein ganzer, naja. Ein ganz großer Fehler. Kann ich mich schon hinlegen? Ja. Okay. Bett mal wieder schön abbauen. Wie sich das gehört. Wie kommt man denn am besten jetzt hier voran? Weil hier ist ja alles ein bisschen unwegsam. Ach komm, nimm die Schaufel. Ich gehe mal lieber hier durch. Dann gehen wir hier am Rand der Klippe entlang. So, ich gehe mal ein bisschen hier so mal ein bisschen hochgraben. Vielleicht werde ich ja auch da, wo keine Musik war, vielleicht werde ich die einfach im Nachhinein einspielen. Das ist ja nichts Kompliziertes und dann ist da auch wieder Musik zu hören. Habe ich mir gerade so überlegt, das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ich hoffe, wir treffen das Wasser, sonst haben wir ein Problem. Ja, wunderbar. Nice, nice. Ah, hier sieht es auch wieder recht normal aus. Aber da hier überall Schilf und so ist, dann... müssen wir tatsächlich auch noch immer noch im neuen Biom sein. In dem Dschungelbiom. Tiger Hills, ja, auf jeden Fall. Tiger Hills, das ist auch ein neues Biom. Ist das hier so zwischen dem Dschungel, oder? Ja, scheint so. Bei Tiger Hills gab es vorher auch nicht. Es gab, wie gesagt, vorher gab es nur Tiger. Aber diese Schneetiger, die hat mich halt ein bisschen irritiert da an der Stelle. Weil sowas, das heißt, sollte eigentlich anders heißen. Das sollte Snow Tiger oder so heißen. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich gucke nochmal auf die Koordinaten. Da ist... Ja, okay. Wir können nochmal auf den Kompass gucken. Theoretisch müssten wir in die Richtung, müsste der Kompass auch ungefähr zeigen. Nicht nur ungefähr, der zeigt sogar ziemlich genau in die Richtung. Also sind wir genau richtig. Gut. Ja, perfekt. Habe ich so gesagt. Weil die Koordinaten, die hatte ich mir mal angeguckt. Das war vielleicht gar nicht so verkehrt, die sich mal anzugucken, aber die hätte ich mir auch im Nachhinein noch angucken können. Da ich ja noch Spielstände habe, wo wir zu Hause waren und
Wäre vielleicht ein bisschen cheaten gewesen, aber bevor wir gar nicht mehr nach Hause finden. Aua. Ja. Wäre das halt eine Möglichkeit gewesen. Könnte das da sein, wo wir mal mit dem Esel waren? So ein bisschen sah das da eben so aus. Als wir mal die Tour gemacht haben in der letzten Aufnahme. Da sah das, glaube ich, auch so aus. Ach so, Moment. Wir haben noch hier noch Zuckerrohr. Das sollte ich doch nicht einfach so stehen lassen. Wir hatten noch so ein Bücherproblem, oder? Oder hatten wir... Nee, mittlerweile hatten wir Bücher, glaube ich. Ich kann das eh nicht mitnehmen. Wir haben eh viel zu viel dabei. Sollten wir einfach nur nach Hause gehen. Ja, ich habe immer noch die richtige Richtung. Na nun, rosa Schaf. Mit rosa Wolle. Komm, der Apfel kann weg, ey. Rosa Wolle, ja, tatsächlich. Nee, brauche ich nicht. Kann weg. Die kann ich mir auch wieder selbst einfärben. Aber wieso steht hier ein Schaf mit rosa Wolle rum? Das ist natürlich die Frage. Und hier, da sind sowieso einige Schafe. Und Tintenfische. Okay, wir müssen auf jeden Fall weiter in die Richtung. Hinter diesen Extreme Hills müsste das hier sein. Da könnten wir schon gar nicht mehr so weit entfernt sein. Mal schauen. Und als nächstes steht ja auch auf jeden Fall an, mal ein paar Bücherregale zu bauen. Jetzt haben wir ja so ein paar neue Biome gesehen. Alter. Okay. Ob das jetzt ein gutes Zeichen war, weiß ich nicht. Ich hoffe es mal. Dass vor allem die Welt einfach kurz weg ist und dann neu lädt, das ist vielleicht nicht unbedingt das beste Zeichen, aber hoffen wir mal, dass das Spiel nicht gleich wieder abstürzt. Habe ich auch echt lange nicht mehr mit Minecraft gehabt, dass das so dermaßen abstürzt. Oder überhaupt, das hatte ich eigentlich noch nie. Bis jetzt konnte ich immer wieder ab dem letzten Punkt, wo ich dann halt, wo es abgestürzt ist, konnte ich dann weiterspielen. Ach guck mal, das dürfte jetzt aber fast schon unser Wald sein. Ja. Das könnte hier auch der Fluss sein. Theoretisch. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber wir müssen weiter in die Richtung, glaube ich. Ich glaube, wir müssen echt weiter in die Richtung. Da müssen wir nach Hause kommen. Guck mal, fast ohne Kompass nach Hause gefunden. Okay, mit den Koordinaten, aber ich bin ja auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung gerannt. Was macht der Creeper denn da? Überall keine Monster, aber ein Creeper ist da in der Höhle. Kommt nicht raus, oder was? Doch. Na, ein Schlag noch, komm. So. Jo. Aber da vorne, das sieht gut aus. So, was hatte ich gesagt? 200, 300? Oder 300, 200 vielleicht? Vielleicht habe ich auch die Zahlen verdreht, das kann sein. Ah, oder es ist hinter der nächsten Ecke. Wenn wir hinter der nächsten Ecke schon zu Hause sind, dann passt das. Achso, wir müssen auf jeden Fall noch weiter in die Richtung. Nicht weiter in die, aber das müsste passen. Und das macht auch keinen großen Unterschied, ob 300, 200 oder 200, 300. Wir müssten von beiden Punkten aus unsere Bude sehen können. Und der Turm ist ja nicht wirklich zu übersehen. Oh, jetzt muss ich wieder was essen. Ja, der verbraucht ganz schön viel, wenn er mal rennt. Erstaunlich.